you will it. You know, shake up the feeling. So come on, the funk. Frisch von Santa Monica sind wir jetzt hier auf der Farmcon gelandet. Und wie hat's dir gefallen? Oh, ist sehr gut. Aber es ist halt wie immer schon sehr stressig. Ja, aber es macht unglaublich Spaß. Also vor allem jetzt diesmal haben wir über 1000 Leute. Also das ist ja, wir sagen, wir haben 1000 Tickets knapp verkauft. Und dann natürlich noch Horschmann-Mitarbeiter und wir. Die Halle war voll. Also es war sehr cool. Definitiv. Das war auf jeden Fall echt eine coole Veranstaltung heute. Und morgen geht's ja noch weiter. Da schauen wir dann auch mal, was morgen noch Schönes erzählt wird, weil morgen kommen ja die ganzen Workshops zum Thema Modeling. Aber da gucken wir dann auch mal. Ich habe drei Fragen an dich. Ja? Und zwar die erste wäre, welche Pläne hast du, um LS19 komplett zu veröffentlichen? Quasi, wo willst du überall rein? Ja, also wir wollen möglichst viele Kanäle erreichen. Also was jetzt auch unser Community Manager Lars auch schon recht erfolgreich aufgesetzt hat, ist ja Discord. Also ich hoffe, ihr folgt uns auf Discord. Da können wir relativ zeitnah alle Leute erreichen, auf Antworten, Antworten auf Fragen geben. War ein langer Tag, sorry. Ein Forum ist auch mal wieder wichtig, um auf die, sagen wir mal, wirklich die Hardcore-Fans einzugehen, aber eben auch viele davon sind Discord mittlerweile. Twitter und Facebook sind für uns auch sehr wichtig, um da halt einfach dann, da erreicht man so die breite Masse. Gerade auf Facebook ist halt eher für uns so das Mainstreamigere, sagen wir jetzt mal. Wir wollen aber auch noch auf Twitch zum Beispiel auch mehr machen und jetzt auch vielleicht auf YouTube auch noch ein bisschen live streamen. Aber gerade Twitch ist so der nächste Anlaufpunkt für uns, wo wir uns überlegen, wie wir da den Content wirklich reinbringen. Überlegen auch so einen Mixer auch, ob man da was machen kann, aber das ist also ich würde sagen, Twitch ist so das nächste Große. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil Twitch ist ja, sag ich mal, für den Farming Simulator noch ein bisschen Neuland, weil dort streamen nicht viele Personen Farming Simulator, sondern hauptsächlich halt wirklich auf YouTube. Ja. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ich bin mal gespannt, ob das dann ankommen wird. So, die nächste Frage wäre, welche Communities sind für dich oder beziehungsweise euch wichtig? Farming-Community, also auch die echten Farmer natürlich auch, weil natürlich vieles von dem, was im Spiel drin ist, ist natürlich von der realen Welt abgeschaut. Ne? Insofern ist es natürlich schon wichtig, dass natürlich die Farmer auch zufrieden sind. Und dann aber halt auch, wir wollen das Spiel nach wie vor sehr familienfreundlich halten. Also ich würde sagen, es sind die Leute, die wirklich an Simulation interessiert sind, dass du wirklich so realistisch haben wollen und dann aber wirklich diese Balance zwischen den Leuten, die dann aber auch mit ihren Kindern was spielen wollen zum Beispiel und halt auch einfach mal vielleicht vieles auch wirklich ein Geschenk für ihren Sohn. Und da sollte das Spiel nach wie vor ideal bleiben. Also das ist für uns schon so wichtig. Das ist halt nach wie vor es ist immer ein Ziel für uns auch eigentlich ein USK-0-Spiel zu machen, damit es auch wirklich jeder spielen kann. Das ist auf jeden Fall familienfreundlich. Quasi auch Familien, dass sie zum Beispiel die Väter mit ihren Söhnen zusammen spielen. Genau, also das Kinderspiel ist der falsche Ausdruck, aber ein kinderfreundliches Spiel. Ja. Also insofern, dass halt man wirklich sagt, man muss keine Bedenken haben, dass es irgendwie brutal ist oder sowas in der Art. Gleichzeitig aber auch kompliziert genug, damit halt Leute, die halt aus der Landwirtschaft kommen, da auch Freude dran haben. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank dafür. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Welchen Typ Mensch willst du erreichen? Das hast du ja gerade schon mal so leicht angesprochen. Ja. Quasi Familien oder wie sieht für dich so der perfekte Landwirtschaftssimulator-Spieler aus? Jetzt mache ich schon die Merkel raus. Ich sehe mir gerade so ein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber es ist sehr spannend, weil das ja auch in die Richtung eben geht. Also es sind Leute sein, die einfach Spaß daran haben, als sich ihre eigene Welt aufzubauen und halt auch ein Spiel zu spielen, wo sie jetzt nicht großartig gegen andere irgendwie bestehen müssen oder halt eben sich irgendwie aufregen müssen danach. Also das Spiel ist auch jetzt kein Spiel, wo sie vielleicht abreagieren oder so. Das halt auch nicht. Und das ist halt, ich meine, ich merke es ja auch langsam, ich bin auch langsam älter. Und es ist ja auch wir haben ältere Leute, weil ich auch jüngere das Spiel ganz gerne spielen. Und gerade bei Älteren, sage ich jetzt mal, meiner Generation vielleicht Spieler, da kommt auch der Faktor, wo du irgendwann sagst, ich will eigentlich mich wirklich nur noch entspannen beim Spielen. Und das ist halt auch was, ich finde, sowas tut halt auch gut, wenn man solche Spiele halt auch gibt, wo man halt sagt, man kann die mal anschalten und einfach mal loslegen und
ohne sich als Sorgen zu machen, dass ich irgendwie groß verliere oder irgendwie sowas. Also die Leute wollen wir schon auch erreichen. Ja, und dann halt, ja, das sind halt immer noch Pharma halt natürlich auch. Also es gehört ein bisschen zu den Communities mit dazu. Aber das ist natürlich ein großer Punkt und das machen wir eben auch durch die Farm von dir. Sie ist eigentlich für Modder gedacht, aber wir merken, dass da unglaublich viel aus der Landwirtschaft kommt von hier. Und deswegen, ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, der auch Forum für Forschungszeit so bereitwillig auch gleich eingeladen hat hier, ja. Weil es natürlich, ey, auch sieht Landwirtschaft zu tut auch viel für die Landwirtschaft. Und das ist halt einfach, wenn man sagt, da sitzen noch viele Landwirte, die sitzen am Spiel. Und auch gerade mit denen zu reden, ist halt auch sehr interessant. Weil es gibt noch so viele Sachen, was man ins Spiel einbauen kann. Genau. Und da haben wir noch viele Jahre Content. Ja. Das ist auf jeden Fall perfekt. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Danke dir auch. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dir auch noch, Bis dann. Ciao. Ciao. Gehen wir noch so schön weg. Danke dir.